The Market Deep Dive. Willkommen zu The Market Deep Dive. Mein Name ist Marc Dietli, Chefredaktor von The Market. Heute sprechen wir über das Thema Rezession. Und wir gehen der Frage nach, was eigentlich genau an den Aktienmärkten passiert, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Die Weltwirtschaft steht möglicherweise kurz vor einer Rezession. Diverse Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Aktivität sowohl in den USA als auch in Europa als auch in China deutlich abgekühlt hat. Der Sammelindex der Vorlaufindikatoren des Conference Board in den USA beispielsweise zeigt, dass eine Rezession im kommenden Jahr für die wichtigste Volkswirtschaft der Welt sehr wahrscheinlich ist. Wenn wir die Einkaufsmanager-Indizes betrachten, ein konjunktureller Vorlaufindikator, dann zeigen diese sowohl in den Schwellenländern, also unter anderem in China, hier blau dargestellt, sowie auch für die Industrieländer, USA, Europa, Deutschland, Großbritannien, Japan etc., die zeigen alle ebenfalls nach unten und sie sind teilweise jetzt schon unter der Wachstumsschwelle von 50. Das heißt, auch diese Vorlaufindikatoren zeigen eine Rezession an. Es gibt verschiedene Gründe dafür. In Europa ist die Energiekrise ein sehr, sehr wichtiger Faktor. In China ist die Zero-Covid-Politik der Regierung sowie der Abschwung des Immobiliensektors ein wichtiger Faktor. Und in den USA haben wir es mit einem sehr harten geldpolitischen Bremsmanöver seitens der US-Notenbank zu tun. Nun, wir möchten hier nicht prognostizieren, dass 2023 eine Rezession bevorsteht. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist erheblich und wir möchten deshalb der Frage nachgehen, was das denn genau bedeutet für die Aktienmärkte. Und da ist die erste Frage zunächst, ist denn eine Rezession in den Aktienkursen bereits eingepreist? Und die nächste Frage dann, wann drehen die Börsen? Denn die Börsen, die Aktienmärkte, die sind ja vorausschauend. Das heißt, die werden irgendwann antizipieren, dass das Schlimmste der Rezession möglicherweise schon bald vorbei ist und dann drehen sie wieder nach oben. Diesen Fragen gehen wir heute nach. Die erste Frage, ist eine Rezession bereits eingepreist? Die müssen wir nach aktuellen Gesichtspunkten mit Nein beantworten. Was Sie hier sehen, die blaue Kurve ist die Konsensgewinnschätzung für die im amerikanischen S&P 500 Index zusammengefassten US-Konzerne. Wir wählen hier bewusst den S&P 500 Index, weil er als Leitindex der ganzen Welt den Takt angibt. Nun, für das nächste Jahr, für das Kalenderjahr 2023, ist ein Gewinn je Aktie für diese 500 US-Konzerne von $235,50 prognostiziert von den Analysten. Das ist im Vergleich zum Kalenderjahr 2022, wo aktuell mit etwas mehr als $221 je Aktie gerechnet wird, ist das immer noch ein Plus von rund 6%. Und das ist eigentlich immer noch zu hoch. In einer Rezession würden normalerweise die Unternehmensgewinne sogar sinken, also nicht noch steigen vom einen Jahr zum nächsten. Nun, was man sieht, natürlich die Gewinnschätzungen, die sind schon einiges zurückgekommen. Sie lagen im Sommer noch auf etwa $247. Jetzt sind sie auf $235. Aber man muss davon ausgehen, dass die Analysten in den kommenden Wochen und Monaten hier ihre Gewinnschätzungen noch weiter nach unten anpassen werden. Und erst dann kann man eigentlich davon sprechen, dass das Szenario einer Rezession bereits eingepreist ist in den Gewinnschätzungen der Analysten. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Wann drehen denn normalerweise die Börsen, wenn wir es mit einer Rezession in der Wirtschaft zu tun haben? Was ich Ihnen hier zeige, ist der S&P 500 und zwar mit einer logarithmischen Skala dargestellt. Man sieht dann die prozentualen Veränderungen etwas besser. Das ist jetzt im Zeitraum von 1966 bis 1986. Dieser Zeitraum zeigt 4 Rezessionen, grau dargestellt. Eine hier in den frühen 70er Jahren, dann hier 1974, dann hier eine kurze 1980 und dann hier nochmals eine schwere Rezession 1981-82. Was man recht schön sieht, jedes Mal hat der S&P 500 mitten in der Rezession
seinen Tiefpunkt erreicht und hat dann einen neuen Aufschwung gestartet. Also hier beispielhaft, der Aktienmarkt nimmt eine Rezession hier vorweg, er beginnt zu sinken, dann in der Rezession sinkt er nochmals, markiert dann hier seinen unteren Wendepunkt und beginnt einen neuen Aufschwung. Das gleiche hier, er beginnt in Antizipation einer Rezession zu sinken. Während der Rezession geht es dann nochmals nach unten. Der untere Wendepunkt wird in der Rezession markiert und dann geht es wieder nach oben. Das gleiche Muster hier, 1980 und dann hier wieder 1981, 82. Also jedes Mal mitten in der Rezession, noch während der Rezession, dreht der Markt und ein neuer Aufschwung an den Börsen beginnt. Das war jetzt 1966 bis 1986. Wenn wir die nächste Periode von 1988 bis 2022, also bis heute, anschauen, auch hier gab es vier Rezessionen, die waren übrigens kürzer als die in den 70er und 80er Jahren, aber auch hier bestätigt sich das Bild. Während der Rezession hier 1990, 91 markiert der Aktienmarkt seinen unteren Wendepunkt und beginnt dann einen neuen Aufschwung. Eine Ausnahme war die Rezession hier 2001. Da begann der Aufschwung bzw. der untere Wendepunkt wurde erst Ende 2002 erreicht. Das war, als die Technologieblase platzte. Da dauerte der Bärenmarkt am Aktienmarkt etwas länger, bevor dann der nächste Aufschwung begann. Also hier, das war das einzige Mal, dass die Börsen erst nach dem offiziellen Ende der Rezession wieder nach oben drehten. Hier wieder sehr schön, die Finanzkrise von 2008, 2009. Der Aktienmarkt sinkt während der Rezession, findet seinen unteren Wendepunkt noch während der Rezession und beginnt dann einen neuen Aufschwung. Das hier, das ist die ganz, ganz kurze Rezession im März, April 2020, als der erste Corona-Schock über die Weltwirtschaft fegte. Also wir merken uns, normalerweise dreht der Aktienmarkt noch während der Rezession, aber niemals vor Beginn der Rezession. Einmal 2002 drehte der Aktienmarkt erst nach dem offiziellen Ende der Rezession. Nun, das hilft uns nur bedingt, denn ein Problem ist, dass der Beginn und das Ende einer Rezession in der Regel erst im Nachhinein als solche festgestellt werden. Es gibt also nirgends eine rote Laterne, die leuchtet, sobald die Rezession begonnen hat. Die wichtige Frage ist nun also, hat die aktuell erwartete Rezession vielleicht schon sogar begonnen oder wann beginnt sie? Auch hier gibt uns die Historie einigen Anschauungsunterricht. Wir kommen also zur Frage, wann beginnt die Rezession? Die blaue Kurve, die Sie hier sehen, zeigt die Zinskurve, und zwar die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen und 2-jährigen US-Staatsanleihen. Ist die Zinskurve hier unter Null, man spricht dann von einer inversen Zinskurve, liegen die 10-jährigen Zinsen unter den 2-jährigen Zinsen, was eigentlich eine abnormale Situation ist. Und eine solche Inversion hier, war in der Vergangenheit, hier übrigens auch ganz kurz, war in der Vergangenheit jedes Mal, wirklich jedes Mal ein Vorlaufindikator für eine kommende Rezession. Sie sehen sehr schön hier Inversion und dann Rezession. Inversion der Zinskurve und dann Rezession. Inversion der Zinskurve und dann Rezession. Heute haben wir wieder eine sehr, sehr deutlich inverse Zinskurve. Auch das ist natürlich ein Vorlaufsignal für eine kommende Rezession. Nun, hier geht es aber ganz, ganz spezifisch um die Frage, wann beginnt denn eigentlich die Rezession? Und auch hier zeigt uns die Zinskurve etwas ganz Wichtiges. Sie sehen, normalerweise fällt die Zinskurve in eine Inversion, dreht dann aber bereits wieder in den positiven Bereich und wird steiler, bevor die eigentliche Rezession überhaupt begonnen hat. Also jedes Mal,
Jedes Mal vor Beginn der Rezession wird die Zinskurve wieder steiler und geht nach oben. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem Bullsteepener. Das ist dann der Fall, wenn die kurzfristigen Zinsen, weil sie eben spüren, dass eine Rezession kommt, die kurzfristigen Zinsen fallen schneller als die langfristigen und das bedeutet, die Zinskurve wird eben wieder steiler. Davon ist heute noch überhaupt nichts zu sehen. Die Zinskurve ist in den letzten 5, 6 Monaten immer weiter in eine Inversion gefallen und von einem Bullsteepener, also eben von einer Zinskurve, die wieder steiler wird, ist momentan noch nichts zu sehen. Das bedeutet auch, wenn sich die Historie wiederholt, dass eben die Rezession noch nicht begonnen hat. Ein zweiter Indikator zeigt uns ebenfalls, auf was man achten kann. Die blaue Kurve hier, das ist der Leitzins in den USA, die Fed Funds Rate. Und auch hier sehen Sie sehr schön normalerweise, natürlich eine Rezession kommt sehr oft, nachdem die US-Notenbank die Zinsen deutlich erhöht hat. Und normalerweise endet ein Zinserhöhungszyklus und die US-Notenbank, das Fed, hat bereits begonnen, die Zinsen wieder zu senken. Hier vor der Rezession von 1990, hier vor der Rezession von 2001, hier vor der Rezession von 2008, hier vor der Rezession von 2020. Also jedes Mal war der Zinserhöhungszyklus beendet und bereits wieder erste Zinssenkungen wurden vorgenommen und erst dann hat die Rezession offiziell begonnen in den USA. Auch hier davon ist momentan noch nichts zu sehen. Die Leitzinsen in den USA gehen immer noch stark nach oben und es wird erwartet, dass sie auch in den nächsten Monaten noch weiter steigen werden. Das heißt, sowohl die Zinskurve als auch der Zinserhöhungszyklus des Fed zeigen uns, dass die Rezession in den USA noch nicht begonnen hat. Und aus diesen Mustern können wir eine normale Sequenz ableiten, was an den Aktienmärkten geschieht im Fall einer Rezession. Erster Punkt, das Fed beendet seinen Zinserhöhungszyklus. Zweiter Punkt, die Zinskurve kommt aus der Inversion heraus und wird wieder steiler, der sogenannte Bullsteepener. Dritter Punkt, die Rezession beginnt offiziell. Viertens, in der Rezession markiert der S&P 500, also der Aktienmarkt, seinen unteren Wendepunkt und beginnt einen neuen Anstieg. Und fünftens, die Rezession endet. Das wäre die normale Sequenz. Heute müssen wir feststellen, das Fed hat seine Zinserhöhungen noch nicht beendet. Die Zinskurve ist noch nicht aus der Inversion gekommen. Im Gegenteil, sie fällt momentan noch tiefer in die Inversion rein. Und daraus können wir ableiten, dass die Rezession noch nicht begonnen hat. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn wenn sich die Historie eben wiederholt oder wenn wir aus den Mustern der Historie etwas ableiten können, dann bedeutet das, dass der Aktienmarkt seinen unteren Wendepunkt oder seinen Tiefpunkt im aktuellen Zyklus noch nicht gesehen hat, denn das wäre erst eigentlich mitten in der Rezession der Fall. Weil die Rezession noch nicht begonnen hat, bedeutet das mit einiger Wahrscheinlichkeit auch, dass der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt in diesem Zyklus noch nicht gesehen hat. Nun, wir wissen, jeder Zyklus ist anders. Kein Zyklus ist gleich wie der vorhergehende. Und was ich Ihnen gezeigt habe, das waren einfach die Muster der letzten 8 Rezessionen seit 1965. Diese Muster waren recht klar. Die Historie, die wiederholt sich nie genau, aber sie reimt sich. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass die Aktienmärkte in diesem Zyklus ihren Tiefpunkt noch nicht hinter sich haben. Das war der Market Deep Dive. Wir beleuchten an dieser Stelle regelmäßig Themen, die die Finanzmärkte beschäftigen. Uns interessiert aber vor allem, was Sie beschäftigt. Schreiben Sie uns deshalb Ihre Themenwünsche, die Sie gerne im The Market Deep Dive behandelt sehen möchten, an deepdive@themarket.ch. Wenn Sie weitere Videos von The Market sehen möchten, dann abonnieren Sie bitte diesen YouTube-Kanal.
The Market ist ein digitales Finanzmedium, das sich an versierte Anlegerinnen und Anleger richtet. Besuchen Sie uns auf themarket.ch. Als Zuschauerin dieses Videoformats finden Sie ein spezielles Abo-Angebot unter go.themarket.ch/deepdive. Diese Sendung wird unterstützt von Schroders, einem weltweit führenden Asset Manager.